guten Abend. Ich habe bei dieser Fußballfrage, DFB ist doch klar, oder? Das war ja keine so richtig schwierige Frage. Ich habe eine schwere Frage. Wie hießen denn die Fußballschuhe von Jesus? Ha? Das war mal eine gute Frage, oder? Sonst kann ich die Antwort nicht hören? Nee. Christstollen. Ist doch klar, oder? Manchmal muss man nachdenken. Ich freue mich, da zu sein. Und das Thema, das heute Abend uns beschäftigen soll, heißt: Wie werde ich ein Gewinner? Ich saß in einer Besprechung unserer Stadt. Mir gegenüber saß ein Sozialarbeiter. Dieser Bursche hatte unter anderem ganz viele spannende Tätowierungen. Und eine Tätowierung, die fand ich interessant. Die hatte er auf dem Unterarm neben vielen anderen und darauf stand: Born to lose. Geboren, um zu verlieren. Ich dachte, keine wirklich gute Idee. Weiß ich nicht, warum man sich sowas auf den Unterarm tätowiert. Aber ich persönlich glaube, dass jeder Mensch, wenn er geboren wird, als Gewinner geboren wird. Ich weiß nicht, ob Sie darüber nachdenken wollen. Ich gebe Ihnen auch eine echte Hilfe. Ich weiß und kann beweisen, dass Sie ein Gewinner sind. Bevor Sie überhaupt das Licht der Welt erblickt haben, standen Sie mit mindestens 5 Millionen in einer Reihe. Es war ein dunkler Gang vor Ihnen und dann gab es ein sogenanntes Ei. Und von 5 Millionen haben Sie gewonnen, sonst wären Sie gar nicht da. Bei Olympia gewinnt man vielleicht gegen 30 oder 40 Leute, aber gegen 5 Millionen sich durchzusetzen, da muss Gewinnergehen drinstecken. So viele Leute empfinden das in ihrem Leben nicht so, sondern fühlen sich tatsächlich ganz oft als Verlierer. Meine Frage ist: Was macht denn ein Gewinner aus? Und diese Frage bin ich für mich selber nachgegangen. Ich sah einen Beitrag von einem Mann, der mich schwer berührt hat. Dieser Mann war relativ klein, fast Lilliputanergröße. Man sah ihm an, dass irgendwas in seinem Leben schiefgelaufen war. Körperlich behindert, und er stieg mit folgendem Joke in dieses Interview ein. Er sagte: Was ist ein Mann im Rollstuhl unter Kannibalen? Man sah dem Reporter an, dass er leicht irritiert war. Und dann kam die blöde Antwort: Ganz simpel, sagte dieser Mann, das ist Essen auf Rädern. Und ich dachte, hey, da kann einer echt über sich selber Jokes machen. Und dann erzählte er, dass als seine Mama mit ihm schwanger war, es ein neues Präparat auf dem Markt gab, das nannte man Contagan. Sie nahm das und das Endresultat waren ganz, ganz, ganz viele Behinderungen. Dieser kleine Junge wurde in der Schule ganz übel gehandelt. Die Leute machten sich über ihn lustig. Im Sport war er immer der Letzte, der gewählt wurde. Und wenn es irgendwo drum ging, über irgendwen so seine Späße zu machen, dann war er mal das Opfer. Sein Papa hat ihm einen Satz mitgegeben und hat zu ihm gesagt: Junge, ich glaube, dass du was Besonderes bist. Und ganz egal, was die anderen sagen, aus dir wird noch was ganz Großes. Wenn der liebe Gott zugelassen hat, dass du auf die Welt gekommen bist, dann hat er für dich was ganz, ganz Tolles. Dieser Junge ist in die Geschichte eingegangen. Heute wahrscheinlich einer der besten Sänger, die es gibt. Sein Name ist Thomas Quasthoff. Man wollte ihn auf der Hochschule in Hannover nicht Musik studieren lassen, weil sie gesagt haben, der ist viel zu kurz, seine Finger sind viel zu klein, der wird nie ordentlich irgendein Instrument beherrschen können. Brauchte er gar nicht, seine Stimme reichte völlig aus. Manchmal denken wir in unserem Leben, dass wir Verlierer sind, weil wir im Vergleich mit anderen irgendwie schlecht abschneiden. Wer sagt, dass wir Verlierer sind? Wer sagt, dass die Meinung der Leute wirklich unser Leben bestimmen muss? Wer sagt, dass nur weil wir irgendwelchen Normen nicht entsprechen, unser Leben von vornherein zum Scheitern verurteilt ist? Es gab ein kleines Mädchen. Ihre Eltern waren sogenannte
Siedler. Die kamen aus Russland rüber und sie kamen in die Schule, in die vierte Klasse. Sie konnte die Sprache nicht. Ihre Eltern waren nicht reich, so sie trug auch nicht die Modeklamotten, sondern sie kriegte immer nur, das, was andere schon längst hätten auftragen sollen. Sie roch auch nicht besonders gut, weil für Parfum und Schminke gab es kein Geld zu Hause. Als die Schulbehörde zum ersten Mal in ihr Haus ging, verstanden die Eltern überhaupt nicht, was diese Beamten von ihnen wollten. Sie lief ihr Leben lang Spießrutenlauf in der Schule, weil sie war immer irgendwie hinten dran. Als sie 18 Jahre alt war, konnte sie endlich ausreisen und ging nach Israel, heiratete dort und wurde eine der Mitarbeiterinnen in diesem Staat. Als sie 70 Jahre alt war, ging sie zurück an diese Schule, an der sie so viel erlitten hatte. Und diesmal machte keiner mehr blöde Sprüche über dieses kleine ehemalige Mädchen, sondern diesmal zogen sie alle den Hut und machten den Diener. Warum? Damals in der Schule kannte niemand Golda Markowitsch. Als sie jetzt zurückkam, hieß sie Golda Meir und war die israelische Premierministerin. Und alle machten den Diener. Sag nicht, dass nur weil deine Geschichte vielleicht am Anfang nicht besonders gut lief, sag nicht, dass das dein Leben prägen muss, sondern Gewinner sind Leute, die lernen tatsächlich, auch wenn sie hingefallen sind, wieder aufzustehen. Und nur weil der irgendwann irgendwie scheinbar das Schicksal nicht so richtig gut mitgespielt hat, heißt das nicht, dass das immer so bleiben muss. Ich weiß nicht, ob Sie jemals Bilder gesehen haben von diesem Riesensturm, der Katrina hieß und der Riesenteile in Amerika verwüstete. Ich sah einen Bericht über diese Städte der Verwüstung und ich staunte darüber. Ganze Pinienwälder waren abgerissen worden von diesem Sturm. Wenn Eichen entwurzelt werden, dann kann man sich vorstellen, was für eine ungeheure Kraft dieser Orkan hatte. Aber was blieb stehen? Ich war verwundert. Wissen Sie, was stehen blieb? Alle Palmen blieben stehen. Völlig verrücktes Bild, das Desaster schlechthin. Alles ist platt und plötzlich stehen da wie die Orgelpfeifen die Palmen. Und der Reporter sagte Folgendes. Auf die Frage, wieso sind diese Bäume eben nicht geknickt oder herausgerissen worden, war die Antwort simpel. Jede Palme hat die Gabe, sich mit dem Wind nahezu bis zur Erde biegen zu können. Und es sieht so aus, als wenn die Palme verloren hätte und nie wieder hochkommen würde. Ist der Sturm aber vorbei, dreht sich die Palme wieder nach oben und steht wieder gerade. Liebe Freunde, hier liegt der Schlüssel, wenn man lernen will zu gewinnen. Du kannst Niederlagen in deinem Leben erleben, gar keine Frage. Du kannst auch versagen, auch das ist relativ normal. Es mag auch Schicksalsschläge geben, wo du sagst, jetzt bin ich am Ende. Aber ich sag dir was, in dir, nenn es DNA, nenn es wie du willst, aber in jedem von uns steckt eine innere Kraft, die uns zum Aufstehen bringen will. Das lernen Kinder schon, wenn sie ganz, ganz klein sind. Und ich wünsche dir, dass du das lernst, wenn du älter geworden bist. Dass das Hinfallen nicht das Problem ist. Das Problem ist, wenn du liegen bleibst und nicht wieder aufstehst. Mich hat das fasziniert. Es gibt eine Dame, die ist in die Geschichte eingegangen bis heute. Ihre politische Karriere begann damit, dass sie ihre Juraprofessur abgab, um einen Mann zu heiraten und seine politische Karriere nach vorne zu bringen. Der Name dieser Dame ist Hillary Clinton. Sie hatte einen Mann und der wollte Präsident werden. Und sie legte sich ins Zeug und investierte alles, was sie konnte, um diesem Mann die Karriere zu ermöglichen. Als er Präsident war, kennen wir alle die Geschichte. Es dauerte nicht so richtig lange und irgendwann ließ sich dieser Mann auf eine Affäre mit seiner Praktikantin ein. Und die Presse schlug wie nichts Gutes auf die Ehefrau ein, die ganz offensichtlich irgendwie Schuld daran hatte, dass der Mann irgendwo neben ausgehen musste. Komisch, aber sie kriegte die Schuld, obwohl sie gar nichts damit zu tun hatte.
Die Frau zerbrach beinahe. Und sie schreibt in ihrem Buch Living History von einer Begegnung, die sie hatte mit Nelson Mandela. Dieser Mann sah dieses Problem, sah ihren Schmerz, sah ihre Zerbrochenheit, sah ihren eigentlichen Untergang und sagte zu ihr folgenden Satz: Wenn unsere Gebete um die Erfüllung unserer Wünsche von Gott nicht erhört werden, dann besteht Gottes Absicht ganz offensichtlich darin, uns zu helfen, nach jedem Scheitern wieder aufzustehen. Was für ein cleverer Satz. Niemand ist zum Verlierer geboren. Die Frage ist nur, ob du lernst, da die Kraft herzuholen, wo sie wirklich tatsächlich existiert. Dich mit diesem Gott zu verbinden, der das Unmögliche möglich machen kann. Oder ob du versuchst, deine Selbstmitleidsparty zu feiern und unterzugehen. Die Frau weigerte sich unterzugehen und verband sich mit Gott. 2000 wurde sie Senatorin des Bundesstaates New York. 2007 war sie Präsidentschaftskandidatin ihrer Partei, verlor knapp gegen Barack Obama. Und im Dezember 2008 wurde sie erste Außenministerin der USA. Top-Position, die Dame überhaupt. Und dann war sie im Kongress und sie hielt eine Rede, die in die Geschichte eingegangen ist. Und zum Schluss wandte sie sich zu ihrem Mann und sagte: Bill, dir möchte ich besonders danken für Erfahrungen jedweder Art in meinem Leben. Der Kongress erhob sich und die Leute klatschten Standing Ovations. Die Frau ging nicht unter, sondern sie stand auf. Und sie lernte, die Kraft, die uns zum Aufstehen verhilft, ist nicht unsere eigene. Sondern es ist die innere Festlegung zu sagen, es gibt jemanden, der mein Leben in der Hand hält. Und ich muss lernen, mit diesem wunderbaren Gott zusammenzuarbeiten. Und wenn wir das hinbringen, dann merken wir, dass wir aus einer anderen Kraft, aus einer anderen Quelle, aus unserer eigenen Kraft, dass wir unser Leben freisetzen können. Ich wünsche dir, dass du das lernst, zu sagen, Gott, ich habe keine Ahnung, ob du da bist, aber wenn du da bist, merke ich, ich komme in meinem Leben an so viele Punkte, wo ich nicht weiterkomme. Ich möchte es lernen, mich von dir führen zu lassen. Die meisten von Ihnen kennen die Geschichte. Diese Geschichte von Jesus Christus. Die meisten von Ihnen kennen die Geschichte, wo es Karfreitag am Kreuz so aussieht, als wenn alles verloren ist. Sie kennen die Geschichte, wie Maria dasteht und auf dieses Kreuz schaut, wo Jesus, ihr Idol, ihr Herr, am Kreuz hängt und wie der Verlierer aussieht. Aber liebe Freunde, so sieht das immer aus an Karfreitag. Nur die Wahrheit ist, Karfreitag ist noch nicht das letzte Wort. Es kommt noch Sonntag. Für Petrus sah das so aus, als wenn der, auf den er sein ganzes Vertrauen gesetzt hatte, ganz offensichtlich als der Verlierer und Versager am Kreuz hing. Und er verriet ihn. Aber Freunde, ehrlicherweise war das erst Freitag, stimmt's? Sonntag sollte noch kommen. Als die Jünger an sich selber verzweifelten und wegliefen und sagten, ich glaube nicht mehr, dass es Hoffnung gibt. Ehrlicherweise war es erst Freitag, stimmt's? Sonntag sollte noch folgen. Und als scheinbar das Böse zu triumphieren schien, hatte man dieser Macht der Finsternis vergessen zu sagen, dass es erst Freitag war. Der Sonntag der Auferstehung kam noch. Leute, hier ist der Punkt. Gewinner sind Leute, die nicht bei Karfreitag stehen bleiben, sondern die entdecken, es gibt immer Auferstehung. Und in dem Augenblick, wo wir nicht aufgeben, sondern lernen, uns mit diesem Gott zu verbinden und seine Kraft für uns in Anspruch zu nehmen. Das nennt man übrigens Beten.
beginnt diese Transformation in uns, wo seine Kraft beginnt, unser Leben zu verändern. Ich schließe mit meinem Freund. Als er 2 Jahre alt war, gab seine Mutter ihn ins Heim. Sie konnte in ihrem Lebensstil ein Kind nicht gebrauchen. Er wuchs in Eckernförde in diesem Kinderheim auf. Er war der Kleinste. Und wenn du der Kleinste bist, bist du der, der den meisten Prügel bekommt. Und irgendwann hatte er für sich die Entscheidung getroffen, niemand mehr an sein Leben ranzulassen. Das bedeutete, er redete mit niemandem mehr. Das ist schwierig, wenn du in die Schule gehen sollst. So wurde seine Beschulung eine ganz schwierige Aktion. Und man gab ihn in eine Schule für Menschen, die Behinderung haben. Eigentlich war er nicht behindert, schon gar nicht geistig. Mit 10 Jahren war er immer noch nicht wirklich durch die Grundschule durchgekommen. Aber mit 10 erlebte er plötzlich, dass auf der Straße in Eckernförde jemand ihn ansprach und zu ihm sagte, hey Junge, weißt du, dass es jemanden gibt, der dich lieb hat? Und alles, was er machte, war, er holte tief Luft, sammelte die Spucke in seinem Hals und spuckte dem Mann ins Gesicht. Er hat das immer so erzählt. Als ich nach Hause kam, sagte er, habe ich mir überlegt, was ist, wenn es doch jemanden gibt, der mich liebt? Was ist, wenn es doch jemanden gibt, der an mich glaubt? Und so ging er am nächsten Tag wieder in Eckernförde an diese Fußgängerzone, um zu hoffen, dass eventuell dieser Mann nochmal vorbeikommt, auch auf die Gefahr hin, dass der vielleicht nicht so gut auf ihn zu sprechen ist. Und tatsächlich rennt der Mann wieder rum. Und er erkennt den Jungen natürlich sofort und sagt, hey Junge, ich habe vergessen, dir was zu geben. Der Typ, von dem ich dir erzählt habe, der dich lieb hat, der hat einen dicken Liebesbrief für dich geschrieben. Und er gibt ihm irgendwas zu lesen. Das Dumme war, er konnte nicht lesen, weil er hatte jegliche Art von Beschulung bisher kategorisch verweigert. Und jetzt hatte er dieses Heft und wusste nicht, wie er rankommt an den Inhalt. Und so blieb ihm nichts anderes übrig. Und als diesmal die Gruppe sich versammelt zum Abendbrotessen und der Leiter der Gruppe drin ist, denkt er, er hört nicht gut, als dieser Junge plötzlich mit ihm redet und sagt, hey, ich habe hier was, könntest du mir das vorlesen? Und er denkt, er sieht nicht richtig, weil es ist ein Teil der Bibel, das sogenannte Johannesevangelium. Und er liest ihm das wirklich vor. Und alles, was dieser Junge begreift, ist, es gibt einen Gott, der ganz offensichtlich mich lieb hat. Und der in Jesus zu uns gekommen ist und Mensch wurde. Und er sagt, hey, wenn das stimmt, dass es jemanden gibt, der mich liebt, auf den will ich mich einlassen. Und er betet ein ganz simples Gebet. Das Verrückte passiert jetzt. Es passiert irgendwas in seinem Herzen. Und er sagt sich, ich will mit diesem Gott leben. Er beginnt in die Schule zu gehen. Er lernt lesen und schreiben und was man alles so braucht. Er ist 12 Jahre alt und macht die 4. Klasse fertig. Dann macht er die Hauptschule durch. Danach macht er die Realschule fertig und dann das Abitur. Und schlussendlich studiert er Jura. Heute ist er Anwalt in Kiel. Bringt sich nebenbei Klavierspielen bei, leitet einen Chor, macht alles Mögliche an sozialem Engagement. Jeder, der diesen Typen sieht, sagt, 0 Chance, aus dem wird nichts. Aber irgendwann hat er verstanden, dass ich sein Leben ändern kann, wenn er sich mit dem verbindet, der alle Gewalt und alle Macht und alle Möglichkeiten hat, nämlich mit Gott. Und das ist der Schlüssel, wie du zum Gewinner wirst, wenn du lernst, dich mit diesem Gott zu verbinden. Also kommt Papa abends nach Hause und die Kleine tigert auf ihn zu und sagt, Papa, jetzt ehrlich, wo kommen wir her? Der Vater kratzt sich am Kopf, überlegt kurz, Mensch, wie war das noch in der Schule, Evolution, Einzeller, Mehrzeller, Affe, Mensch. Sagt du, ich glaube, wir stammen vom Affen ab. Jetzt ist die Kleine völlig verwirrt, geht wieder zur Mutter und sagt, Mama, du hast gesagt, wir kommen von Gott und Papa sagt, wir stammen vom Affen ab. Was ist jetzt richtig?
Sagt die Mutter: Schatzi, das ist ganz einfach. Papa hat über seine Familie erzählt und nicht über meine. Ich habe ja keine Ahnung, wo Sie sich so zuordnen würden, ja? Ich weiß auch nicht genau, was man euch erzählt hat. Ich kann mich erinnern, dass das für mich einer der furchtbarsten Momente meines Lebens war, als ich in der Schule gelernt habe, es gibt Gott gar nicht. Ich bin nämlich aufgewachsen und wir sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen, meine ganze Familie. Und für mich war immer klar, es gibt irgendwie Gott, der hat uns gemacht, der kümmert sich um uns, der weiß, wozu unser Leben da ist und der weiß auch, wofür es hinkommt. Und als ich ins Gymnasium gewechselt bin, vergesse ich diesen Unterricht niemals. Ich war 13,5 Jahre und im Unterricht wurde Evolution durchgenommen und der Lehrer hat gesagt, hey Leute, das mit Gott und so ist alles Quatsch, das könnt ihr alles am Nagel hängen. Wir sind am Ende irgendwie durch Zufall entstanden und der Mensch ist irgendwann aus diesem Affenstadium rausgekommen. Wozu wir da sind, weiß eigentlich auch keiner genau, aber irgendwie versuchen wir halt das Leben rumzubringen. Und ich saß da und dachte, wenn der wirklich recht hat, was mache ich eigentlich hier? Wenn es niemanden gibt, der mich wollte, wenn es eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht, dass ich hier rumlaufe, wenn es keinen Sinn macht, wozu ich eigentlich lebe, irgendwann bin ich tot und dann war es das. Wenn sich niemand um mich kümmert, wenn keiner einen Plan hat, wieso um alles in der Welt bin ich eigentlich noch in der Schule? Wozu soll ich in die Schule gehen und irgendwas lernen, wenn sowieso alles keinen Sinn macht? Und mit diesem Tag habe ich beschlossen, ich gehe einfach nicht mehr in die Schule, ganz simpel. Meine Eltern fanden die Entscheidung nicht so cool. Ich hatte eine Freundin damals. Und es gab einen Lehrer, der fand die ziemlich nett. Und ich bin zu dem Lehrer hingegangen und habe gesagt, ey, das ist meine Freundin. Stell dir vor, ich war 13,5, ich weiß nicht, wer von euch ist denn 13 hier? Hebt doch mal die Hand ganz kurz, ja? Okay, ja, so dein zartes Alter. Und ich habe gesagt, wenn Sie die nicht in Ruhe lassen, knall ich Ihnen eine. Nur, dass wir uns beide gleich auf der richtigen Ebene unterhalten. Das hat er nicht geglaubt. Also bin ich irgendwann im Unterricht aufgestanden, nach vorne gegangen, habe einmal kräftig ausgeholt und ihm eine geknallt. Danach hatte ich einige Monate Urlaub. Aber Leute, mir war klar, wenn es überhaupt gar keinen Sinn macht, dass du da bist oder ich da bin, warum sollte ich mir von irgendwem was sagen lassen? Als ich 15 war, war ich zum ersten Mal im Gefängnis und ich habe mit Steinen auf irgendwelche Polizisten geworfen, das mochten die auch nicht. Und dann haben wir mit den Kollegen zusammen die Werft und das Krug besetzt, das fanden die auch nicht so lustig. Leute, ehrlich, wenn es überhaupt keinen Sinn macht, warum wir hier sind, wieso tun wir uns den Krempel an? Das war mir ganz klar. Und meine Karriereleiter ging ziemlich den Berg runter. Bis eines Tages mein Vater total krank wurde. Mein Papa war ein ehemaliger Fleischermeister, so sah er auch aus. So doppelt so breit. Relativ groß. Und innerhalb von einer Woche war er halbseitig gelähmt. Lag in seinem Bett und ich wusste genau, wenn wir den Ärzten glauben können, dann ist er ein Todeskandidat. Es lief ihm das Zeug aus dem Mund, er wusste nicht mehr, wie man richtig sprechen konnte, er kriegte eine Pampers um, er lag halbseitig gelähmt in seinem Bett und die Ärzte haben gesagt, er hat vielleicht noch ein paar Monate. Das Ende davon war, dass die Ärzte feststellten, er hat 3 Gehirntumore. Und die Tumore waren so groß, dass sie auf alle Nervenzentren drückten und man wusste, er stirbt. Und jetzt passierte das für mich völlig Verrückte. Meine Mutter holte meine beiden Brüder, wir sind 3 Brüder zu Hause und eine Schwester, sie holten alle zusammen und sie stellte uns um das Bett und sie sagte, wir beten jetzt. Und wir beten, dass Gott ein Wunder tut. Und ich dachte, meine arme Mama, jetzt ist sie echt mit der Situation überfordert.
Den sogenannten Gott gibt es sowieso nicht. Mein Papa stirbt vor sich hin und die betet und glaubt wirklich an ein Wunder. Sowas Blödes. Und wenn du wie ich 14 Jahre alt bist, dann ist das für dich ganz, ganz eigentümlich und fast peinlich. Da liegt jemand da und du siehst ihm an, der stirbt. Und dann steht da deine eigene Mutter und sagt, Gott, ich glaube, dass du ein Wunder tust. Und ich wusste genau, arme Mama, den gibt es gar nicht da oben. Aber, naja, ich wollte ihr das jetzt auch nicht so sagen. Ja? In dem Augenblick ist man dann doch ein bisschen freundlich, einigermaßen jedenfalls. Das ging nicht eine Woche, das ging nicht zwei Wochen, das ging Monat für Monat für Monat. Und mein Papa blieb in seinem Bett. Wir mussten Mama ab und zu helfen, ihn hier rechts rum und links rum zu drehen, damit er sich nicht wund liegt. Aber ich wusste genau, never, niemals wird das besser. Das ging ins dritte Jahr. Ich war mittlerweile 17 Jahre alt. Und an dem Sonntagmorgen war es wie in jedem Sonntagmorgen. Meine Mutter machte sich fertig, um in die Kirche zu gehen. Und an diesem Sonntagmorgen gehe ich runter, weil der Kaffee schon durch das Haus zieht. Und ich denke, geh mal nach Mama gucken. Und anstatt Mama sitzt in der Küche mein Vater auf der Eckbank. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Und ich gehe zu ihm hin und sage, Papa, was machst du da? Und mein Papa sagt, Kaffee. Der hat 3 Jahre nichts gesagt. Der hat 3 Jahre sich nicht bewegt und mit Mal sitzt er da. Und ich wusste genau, irgendwas läuft hier total komisch. Und ich gehe zu ihm hin und sage, Papa, ganz ehrlich, was um alles in der Welt ist passiert, dass du da auf dieser Bank sitzt? Und er sagt zu mir, weißt du, Jesus war heute Abend da und hat mich geheilt und deswegen sitze ich hier. Ja! Ey, ich bin 17 Jahre, ja. Mit dem lieben Gott habe ich schon abgeschlossen, als ich 13 war. Und jetzt ist dieser, ja, bei meinem Vater. Hey! Aber soll ich euch was sagen? Die haben ihn nach Kiel geschickt, die haben ihn nach Hamburg geschickt, die haben ihn durch die Uniklinik geschickt und die Leute haben die Tumore nicht wiedergefunden. Und man konnte sagen, was man wollte, aber dieser Mann war tatsächlich wieder da und er war gesund. Und ob ich es wollte oder nicht, er redete darüber, dass ihm Gott begegnet war. Und dass dieser Gott ganz offensichtlich in der Lage war, ihn gesund zu machen und ein echtes Wunder zu tun. Und nicht nur, dass er ihn äußerlich gesund gemacht hat, dieser Mann, dieser mein Papa, der immer sein Leben lang je zornig war, wurde ein Mann, der so unglaublich lieb war, so unglaublich nett wurde, dass ich dachte, was um alles in der Welt ist mit dem Kerl passiert. Derselbe Mann, den ich jahrelang gekannt habe, ja, auch mein Papa, der hatte Hände wie Kohlenschaufeln und er lebte nach diesem alten Motto, die Rechte des Herrn behält immer den Sieg, ja, und wehe, du kamst dazwischen. Und ich konnte das nicht erklären. Leute, und der Punkt in meinem Kopf fing an, sich Bahn zu brechen, was ist, wenn Gott da ist? Was ist, wenn Gott doch sich um uns kümmert? Was ist, wenn all diese Sprüchemacher Unrecht haben und Gott sich wünscht, in unser Leben hineinzukommen mit seiner Liebe und mit seinen Möglichkeiten? Dass wir so oft Angst haben im Leben, weil wir so viele Sachen haben, die wir nicht in den Griff kriegen. Leute, das ist doch ehrlich so, oder? Wie oft wünschten wir uns, da wäre ein Retter, der uns helfen würde. Wie oft wünschten wir uns, da könnte jemand kommen, der wirklich in unsere Angst eingreift und sagt, hey, mach dir keine Sorgen, ich bin mit dir. Wir haben 2 Jungs adoptiert in unsere Familie hinein. Der eine kam aus Deutschland, der andere aus Rumänien. Der aus Rumänien hatte eine unglaubliche Gabe. Timo hatte die Gabe, wenn irgendwo auf dem Kinderspielplatz Action war und richtig Zoff, er war mittendrin. Und ich wusste immer, wenn irgendwie Geschrei war, du solltest ein halbes Auge wenigstens hinspeisen, damit die Katastrophe nicht so groß wird. Und an diesem Nachmittag war das genauso. Ich hörte das Schreien schon hinten auf dem Kinderspielplatz und ich dachte, geh mal auf diesen Feldweg und guck mal, was kommt. Und so war das auch. Ich stand noch gar nicht ganz, da sah ich meinen Timo schon um die Ecke biegen und die großen Jungs mit Begeisterung hinter ihm her. Und sie riefen ihm schon zu, was passiert, wenn sie ihn packen. Und mein Timo gab Vollgas.
den Kopf nach unten und er rannte, was das Zeug hielt. Und während er rennt und die Jungs immer näher kommen, weil die viel größer sind, sieht er plötzlich das Papa. Er hebt den Kopf, rennt die letzten Meter und beschleunigt. Und ich sehe, oh, der will springen. Und nimmt Anlauf und springt volle Kanne aus dem Lauf und springt mich an. Leute, und jetzt kam der Punkt, der mich berührt hat. Während er Körperkontakt spürt, weiß ich nicht genau, wie er es gemacht hat, er dreht sich auf meinem Arm zu der Truppe und macht Bäh! Eine Bewegung. Freunde, ich habe zum ersten Mal im Leben was gelernt, was mich für mein ganzes Leben geprägt hat. Wisst ihr, wann wir unsere Angst loswerden? Wenn du dir sicher bist, dass der, der auf deiner Seite ist, der Stärkere ist. Liebe Freunde, deswegen brauchen wir Gott. Wir brauchen einen Retter, der uns sagt, ich stehe auf deiner Seite. Und wenn ich auf deiner Seite bin, lass kommen, was will, wir gewinnen zusammen. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, ich brauche diesen Gott, der sich um mich kümmert, weil es so viele Dinge in meinem Leben gibt, die nicht besonders klasse gelaufen sind. Kennst du das auch, dass du Sachen machst, von denen du dir wünschst, hättest sie nicht gemacht? Ich hatte einen Freund, mein Freund Bernie, mit dem bin ich die ersten 4 Jahre zusammen in die Schule gegangen und Bernie hatte ältere Brüder und immer gute Ideen. Und eines Tages kommt Bernie zu mir und sagt, Matthias, ich habe eine coole Sache von meinem großen Bruder. Du musst mal aus dem Zuckerpott, da musst du den Zucker rausmachen und Salz reinmachen. Hey, das ist richtig cool, ey. Und ich war, ich weiß nicht genau, nicht clever genug oder blöd, je nachdem, wie man will. Auf jeden Fall wusste ich, meine Mama, die frühstückt nie morgens. Aber sie sitzt auf der Eckbank, hat für uns die Brote geschmiert und dann hat sie so einen ganz großen Pott und dann trinkt sie Kaffee. Und dann gab es so einen Glasschwenker mit oben so einer metallenen Öffnung und dann machte sie mal zweimal. Genau geteilt. Sie rührte das ganze Zeug und dann liebte sie es, in Ruhe Kaffee zu trinken. Ich wusste das. Und ich wusste auch, wenn ich da anstatt Zucker Salz reinmache und sie kriegt das raus, dann habe ich keinen guten Tag. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Du weißt genau, es ist so ziemlich die blödeste Idee, die du haben kannst. Aber es juckt dich in den Fingern und du sagst dir, hey, ich werde helfen, wenn es funktioniert. Weiß irgendeiner, worüber ich rede? Ich wusste, wenn meine Mutter das meinem Vater erzählt, ja, dann gibt es nachträglich noch eine Auszahlung, die sich schmerzhaft auf meinem Hinterteil breit machen wird. Weißt du, kennst du das? Du weißt genau, es ist völlig blöd, es ist nicht in Ordnung, du kriegst richtig Strafe und du kannst nicht gegen an. Gibt es irgendwen, der sowas schon mal erlebt hat? Gib doch mal zart deine Hand, ja? Ah, ich bin beruhigt, ich dachte, nur mir geht das so. Der Morgen kam, ich bin nachts aus meinem Bett raus, runter die Treppe, hab das ganze Zeug gewechselt. Der nächste Morgen kam. Und als ich morgens am Tisch saß, dachte ich, wenn das rauskommt heute, ey, es ist kein guter Morgen, ja? Aber kennst du das? Ich sah, wie meine Mutter dieses Glaszuckerstreu-Ding nimmt. Und ich dachte, jetzt sollte ich was sagen. Ich sollte sagen, Mama, nimm es besser nicht. Oder was auch immer. Ja, und ich saß und es war, als wenn einer meinen Mund zugenäht hätte. Du, aber es kam nichts raus, ja. Und die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Sie schüttet zweimal rein. Ich hätte noch irgendwas machen können. Weiß ich, das Tischtuch wegziehen. Was auch immer, ja. Sie nimmt die Tasse. Und sie nimmt den ersten Schluck und spuckt ihn wieder raus. Das nächste, was sie machte, war, sie stellte die Tasse hin, griff links an meine Jacke und haute mir rechts, links und
sowas an die Ohren. Ich habe mich bis heute gefragt, wieso wusste sie, dass ich das war? Da saßen noch drei andere mit am Tisch. Kennt irgendeiner die Situation? Du weißt genau, es ist grottenschlecht, es ist total falsch und du kannst trotzdem nicht gegen an. Leute, jeder von uns kennt das. Es gibt in uns eine Seite, die ist nicht besonders klasse. Du kannst sie die dunkle Seite nennen oder wie immer du sie nennst, aber sie gibt es bei jedem von uns. Und die Frage ist, wie kommen wir davon los? In dem Fall war das harmlos, es gab ganz andere Dinge in meinem Leben. Ich war, glaube ich, 10 oder 11, ich müsste meine Brüder noch mal genau fragen. Wir hatten einen Nachbarn und der hatte einen Garten. Und der hatte ein selbstgebautes Gewächshaus. Mit so Dutzendgläsern, einzeln, gerahmt, sah super aus. Und ich hatte mir ein Katapult gebaut. Und ich wollte meinen Brüdern zeigen, wie gut mein Katapult ist und wie großartig ich zielen kann. Also bin ich hinten auf unseren Schuppen geklettert, aufs Dach, und habe meinen beiden Brüdern gesagt, gib einfach an, welches Fenster, ich treffe immer. Und dann haben sie abgezielt, von der Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, das Fenster, von der Seite 1, 2, 3, 4 von oben. Und ich habe die Zwille gespannt. Bling! Clear! Oh, war bloß das dritte von links. Ist egal. Nochmal. Nach einer halben Stunde hatte ich, glaube ich, ein ganzes Viertel davon irgendwie gesiegt. Und während ich oben stand, fiel mir plötzlich ein, Mist. Man kann ja, wenn man weiß, von welcher Seite geschossen wurde, relativ schnell rauskriegen, wer es gewesen sein müsste. Die Scheiben waren schon durch. Am Abend klingelt es plötzlich bei uns an der Haustür Sturm. Herr Mulder sitzt hier, unser Nachbar steht davor. Der Mann war dunkelviolett im Gesicht, nicht nur rot. Ich dachte, der explodiert gleich. Und irgendwie brachte er raus, dass irgendeiner von uns wohl sein Gewächshaus kaputt geschossen haben müsste. Mein Vater machte das immer so. Wenn er nicht wusste, wer von uns Jungs Schuld hatte, mussten wir alle im Wohnzimmer antreten. Dann schaute er uns tief in die Augen und sagte, wer war's? Oh, ich bin doch nicht lebensmüde. Ich habe mir geschworen, ich sage auf gar keinen Fall irgendwas, ja? Frag, wen du willst, aber ich sag nichts. Irgendwann ging er kurz raus und kam wieder und hatte einen Rohrstock in der Hand. Und jeder von uns wusste, jetzt kommt der schlechte Teil des Tages. Und wieder ging er von einem zum anderen, guckte uns an und sagte, Jungs, wer war's? Und ich war mir noch sicherer wie vorher. Auf gar keinen Fall jetzt was sagen, ja? Wer zuerst zuckt, hat verloren. Und dann änderte mein Vater die Taktik und sagte, Jungs, wenn sich keiner meldet, kriegt ihr alle drei. Und dann wusste ich, wenn meine Brüder wegen mir Prügel kriegen würden, dann könnte ich oben in unserem gemeinsamen Wohn- und Schlafraum nochmal Prügel kriegen. Hey, ich kann dir sagen, es ist mir selten so viel Schweiß die Stirn runtergelaufen wie an diesem Abend. Aber ich sag dir auch was, ey, ich wusste genau, ich hab Schuld, ich hab's verbockt. Eigentlich habe ich die Strafe verdient, aber ich bin zu feige. Und plötzlich, ohne dass ich irgendwie was machen konnte, stellt sich mein großer Bruder Hannes plötzlich einen halben Schritt nach vorne und sagt, Papa, ich war's. Und ich stand da und ich guckte zu, wie der die Prügel kriegte. Und ich war feige. Aber soll ich dir was sagen? Ich glaube, es gab keinen Abend, wo mein großer Bruder mir so sympathisch war wie an diesem.
Der bezog die Prügel und ich ging frei aus. Und plötzlich habe ich was begriffen. Es gibt Situationen in deinem Leben, wo du es verbockt hast, wo du eigentlich schuld bist, aber wo du die Strafe nicht tragen kannst und du würdest dir wünschen, es gibt einen Retter. Es würde jemanden geben, der die Sache für dich aus dem Feuer reißt. Es gibt einen dritten Bereich, von dem ich euch erzählen will, von dem ich glaube, warum wir Gott brauchen. Das war in der Zeit, wo mein Papa so krank war. Da hatten wir einen Schulausflug. Wisst ihr, was ein Schulausflug ist? Da muss man was zu essen mitnehmen und was zu trinken und dann läuft man so lange, bis man keine Lust mehr hat. Und so war das bei uns auch. Und dann saßen wir an so einem Tisch. Das Blöde war, bei uns zu Hause gab es noch zwei Scheiben Brot und eine alte Salamischeibe. Die habe ich zwischen das Brot gelegt. Und dann habe ich mir in der Flasche das Leitungswasser abgenommen, weil mehr hatten wir zu Hause nicht. Und damit war ich unterwegs in irgendeinem Beutel. Und jetzt saßen wir da an so einem Picknickort. Da gab es Tische und Bänke. Und das Coole war, ich saß an dem Tisch, da waren nur Mädels. Ich habe im Nachhinein mich immer gefragt, wieso saß ich nur an einem Tisch mit Mädels. Ja? Weiß ich auch nicht genau. War einfach so. Und die Mädels, die packten alles aus, was sie hatten. Weiße Schokolade, Hähnchenbrust, Kartoffelsalat, was immer du brauchst. Ja? Und während die das alles auspacken, sagt plötzlich eine von den Mädels, hey, wir teilen alles miteinander. Und ich dachte, nein, das machen wir nicht. Das ist nämlich peinlich, wenn ich da mein komisches Salamibrot da auf den Tisch legen muss. Das ist total blöd. Und das ist auch unangenehm, weil dann sieht jeder, dass ich eigentlich nichts habe. Und während ich da sitze und irgendwie so mit meinem Beutel nicht weiß, was ich machen soll, guckt mich das Mädel an und sagt, ey, ich stehe total auf Salami. Heute bin ich nicht mehr sicher, warum sie es gesagt hat, ob das ein Anbaggerungsversuch war oder nicht, aber völlig egal. Die rettete mich aus dieser peinlichen Nummer. Und ich legte mein Salamibrot auf diesen Tisch und dachte, ja, ich wusste, es wird noch ein guter Tag. Das Salamibrot war ich los und ich konnte von allem nehmen, was auf dem Tisch war. Super Tag. Jahre später habe ich was gelernt. Gott macht das mit dir und mir so ähnlich. Er sagt zu mir, hey, lass uns beide miteinander das Leben teilen. Du gibst, was du kannst und ich gebe, was ich kann. Und wenn du diesen Gedanken irgendwann im Leben begriffen hast, dann sagst du dir, ich müsste wirklich dumm sein, wenn ich nicht nutze, was Gott mir anbietet. Das ist der beste Deal deines Lebens. Gott gibt, was er hat und du gibst, was du hast. Und jetzt, liebe Freunde, kommt der verrückte Gedanke. Wisst ihr, was passiert? Manche Leute sitzen da, halten ihr Salamibrot fest und sagen zu Gott, nee, kriegst du nicht, mein Salamibrot. So blöd. Hey, du kriegst den gedeckten Tisch. Und alles, was du investieren musst, ist dein altes Brot. Ja, vielleicht ist das schon gammelig und schimmelig, aber du hältst es fest, als wenn du irgendwas Tolles hättest. Hey, ich sag dir was, Gott ist auf dein altes Salamibrot nicht angewiesen. Er hat den ganzen Tisch voll mit Spezialitäten. Sondern der Punkt ist, wenn du klug bist, sagst du, Gott, ich habe das begriffen. Du bist so unglaublich gut. Und du bietest mir deine Liebe an. Du bietest mir Vergebung an. Du bietest mir Heilung an. Du bietest mir deinen Schutz und deinen Frieden an. Gott, ich habe das begriffen. Das ist der beste Tausch meines Lebens. Leute, wir brauchen einen Retter. Und wenn wir schlau sind, dann sind wir ehrlich und sagen, stimmt. Ich kann mich nicht selber beschützen. Stimmt. Ich kann mir nicht selber vergeben. Stimmt, den inneren Hunger meiner Seele kann ich mir auch nicht selber stillen. Stimmt, ich brauche einen übernatürlichen Helfer. Und wenn du das für dich entdeckt hast, dann sagst du, Gott, ich danke dir, dass du da bist. Und ich freue mich so unendlich, dass ich eine Beziehung zu dir haben kann. Wie kriegt man eine Beziehung zu Gott? Das ist total simpel. Du musst mit ihm reden. Und zum Abschluss
möchte ich euch einladen, vielleicht zum ersten Mal in eurem Leben zu beten. Es hilft einem, wenn man die Augen schließt und sich auf Gott konzentriert. Und ich lade dich ein, vielleicht betest du ganz leise in deinem Herzen dieses Gebet mit und sagst: Gott, ich habe verstanden, dass du mich lieb hast. Und ich wünsche mir so sehr, dass du dich auch um mich kümmerst. Gott, Vater, ich danke dir dafür, dass du uns Menschen liebst. Dass du zu uns gekommen bist in Jesus, dein Sohn. Und dass du uns so gerne bei dir haben willst. Du bist gut und du hast so viel Gutes für uns. Und wir haben oft so einen riesengroßen Mangel. Entschuldige, dass wir so oft an unserem bisschen Leben festhalten und darüber vergessen, dass du viel mehr für uns hast. Jesus, wir wollen dich bitten, kümmere dich um uns. Und wir wollen dir sagen, wir würden so gerne das Leben mit dir teilen.